So, ich mache echt einen Bruch. Ich habe mal 64 Eichensätze, irgendwas muss ich irgendwann mal pflanzen. So, ich habe mal unsere Öfen ein bisschen vermehrt hier. Die Öfen vermehrt. Mit Ja. was geht Hast du das den denn, dass sie Meißel die Öfen gegeben? machen? Ja, das wisst ihr dir Mit gerne. Backstein. Ah. Mit Backstein. Okay. Alte Petze. Alter, halt Maul, bitte. Was habe ich mit dem? Die hat man auch nichts mehr, gell? Was? Die Titten? Ja. Ja, die haben ja gerade ihre Tour abgesagt. Ach, Bei stimmt, hast du Tiddies. erzählt. Ach, dumm, ja. Und wollen ja jetzt wieder sich auf ihre alten Formate berufen. Pipapo Mexiko, bla bla bla, Chimichinga. Was man sonst noch so Phase, wenn dann nichts mehr einfällt. Verstehe ich nicht. Mach ich auch Ich bleib irgendwann, wenn dabei, der letzte IDA YouTuber ist fertig und bleibt gebaut ist und Gregor. wir bauen was anderes, sag ich, wir wollen uns wieder auf alte Formate berufen, reißt ja jeder wieder ab. Mann, nochmal. Mach nochmal. Leerräumen. Oh shit. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stimmt Was machst das? du da, Ja. Martin? 12. Oh. Ich sehe nur noch, wie er von meinem Bildschirm so wupp fällt. 18 Öfen, in denen Sand brennt. Warum? Hab ich auch gerade. Um Wegen Glas Glaskuppel. zu machen. Aber es dauert noch, da kommt noch Stockwerk drauf erst. Ich dachte, das wäre das Alter, gewesen, wie das sieht der hier letzte. drin aus? Sehr krass, diese Ofen. Geil, Wieder Holz dabei. Sehr schön, dann kannst du schon mal im nächsten Stockwerk weitermachen, du alter Drückeberger. Da muss doch erstmal Redstone drauf. Ja, und die Außenwand muss schon mal gezogen werden. Hol schon mal Scheren für die Schafe. Ich werde da erstmal schön mit Redstone arbeiten, weil das wird erstmal eine scheiß Arbeit werden. Aber ich brauche erstmal viel Holz und das mache ich jetzt, weil jetzt sieht man meine Sachen nicht, die ich mache. Und dann kann ich erstmal viel Holz abbauen. Ich habe voll viel, also was heißt voll viel, aber ich habe letztes Mal voll viel. Das ist lieb. Aber wahrscheinlich war das nicht Eiche. Die Eiche ist nämlich leer gewesen. Deswegen hole ich gerade ganz viel Ja, Eiche. ich habe erst Eiche und dann hieß es, nein, bitte was anderes und Eiche haben wir bitte. ganz viel. Genau. Ja, jetzt, weil ich. Habe Das hat Akazie Katze, glaube geholt. ich, gemacht fürs Dach, gell? Ja. Mhm. Ich weiß, das ist schief. Gut, Ich begann. Jagt jetzt hier den habe erst Folgen hinterher. Kann ja nicht sein, dass ich da so hinterherhänge. Den habe ich mir letztens auch geholt, den Backebrot. Okay, Brot. La, 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 la. Ach, Wölkchen! The Forest hat heute wieder ein großes Update bekommen. Multiplayer-Modus und so weiter. Funktionierende Walkie-Talkies im Spiel. Hey, wieso Neue denn da Sachen, die man funktionieren nur bauen kann. Walkie-Talkies im Spiel, wenn du TeamSpeak hast? Für alle, die keins haben! Ah. Von wegen Realismus. Ah. Lauf, Schwein, lauf! Ja, guck mich nicht so blöd an, du sollst schlafen. Was ist denn los mit dir? Was ist denn? Wenn wir noch auf Linas Geschichte warten, jetzt würde ich trotzdem gerne wissen, warum hast du einen Ja, feinen genau. Scheiß Muskelkater, Cody? Weil der Kuli Da trainierter ist ist als ein du. Pferd in meinem. Das ist ja schon klar. Aber trotzdem. Da Hast du das? steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, weil ich trainierter bin, natürlich. Ich hab heute den ganzen Ich habe Tag. es ja nicht so übertrieben. Ich meine, ich Während bin ich die auf Gewichte dieser ja gewohnt und du? Scheißproduktion war, habe ich Und irgendwann was machst gedacht. du? Mann, 50. Oh, dann mach ich auch 50. Ja, Ja. komm. Ich wollte es probieren, hat aber nicht gut geklappt. Ja. Henne, ich brauche Namen. Ich bin heute echt gestorben auf der Dieter. Arbeit, muss ich ganz ehrlich Nein, sagen. nein, Also, nein, bei nein. jedem Scheiß-Pack-Kack-Ding, dann so eine kleine LED-Tourlet-LED-Lampe in den Case zu tun, war schon eine richtige Katastrophe. Was liegt Dann noch denn? so einen Haubencase hochzumachen, war Ich komplett brauche Namen. der übelste Wahnsinn. Für was? Ich schreibe. Ja. Das war schon sehr lustig. Ich hatte heute aber irgendwie auch keinen Spaß. Es war alles zu früh und eklig kalt und so langweilig. Langweilig, wie so langweilig. Es war eine Personalversammlung. Wow. Weißt du, zwei Voll Mikros spannend. ungefähr. Also ein Headset und ein paar Rückfragemikros, ja, und ein Rednerpult-Mikro noch.
Das ist nicht mal die Show fahren. Vier aufbauen. Stunden lang. Ich meine, nee, schon. Das war schon Veranstaltung an sich und Abbau dann, aber es war halt so strunzlangweilig. Was mach ich denn jetzt? Das muss man heraus. Zur roten Laterne, Linchen. Hä? Zur roten so Laterne. Okay. Hab ich gebrauchen? Wolle. Ja. Vielleicht. Oh, diese Axt ist Bombe. Ich hab die Axt hier verzaubert. Die hält wirklich Haltbarkeit 3. Die hält so unfassbar lang. Ja, ich hab letztes Mal eine epische Spitzhacke. Haltbarkeit 3, Glück 3, Effizienz 4. Boah. Warum hast du die nicht mehr? Die habe ich noch, die habe ich letztes Mal gemacht. Im Spiel hier, also in unserem Server. Ja, ja, live! Und in Farbe und in Diamant. Ist doch gelogen. Du warst dabei. Vielleicht. Martin hat geweint. Nur das kurz stimmt. Gejammert. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, weil ja, ich was ist denn jetzt? Schwein, Pferd, Rhythmika hier voll die Tierparty. Geh ja schon. Ein Schwein, ein Pferd, ein Affe. Das erinnert mich an mein Schimpansenkostüm. Dass du völlig umsonst gekauft hast. Hat er nicht. Aber es war immer nur fast an einem Tag im Jahr oder was? Warum hast du es umsonst gekauft? Hast du etwa nicht frei am Montag? Wie, du hast nicht frei am Montag? Ist doch Feiertag, oder? Ist doch, ja, da ist doch Feiertag. Ich brauche eine Dreiviertelstunde, wenn ich überall nach Wiesbaden. Dann kann ich ihn noch heute umklöppeln. Momentan kommst du sehr schnell nach Wiesbaden rein. Vor allem, wenn du durch die Stadtbrücke fährst. Ich hab getankt und nachts ist nicht viel los. Na. Der Hauptverkehrsart in Wiesbaden ist quasi zu momentan. Ich hab heute Morgen ist auch nicht eine verfickte Stunde gebraucht, um aus meinem Bierstadtörtchen nach Erbenheim auf die Autobahn zu kommen, was normalerweise ein Weg von 4 Minuten ist. Ja, weißt du warum? Stunde hier weil du scheiße bist. Weil die Brücke kaputt gesperrt ist gerade. Ja, ich weiß, das hab ich doch gerade gesagt. Achso, hab ich nicht gehört. Ich hatte die Rap-Rap-Rap-Scharfe wieder. Ja, das war heute echt eine Katastrophe, diese Fahrt. Morgen muss ich einfach um 6 Uhr auf der Arbeit sein. Von daher fahre ich einfach morgen gechillt um 4 los. Gesundheit. Kannst eigentlich gleich darüber nachdenken. Ja, ich werde auch übermorgen schlafe ich wahrscheinlich in der Firma. Habe ich auch schon gedacht, oh, wie doof, aber es geht Henne, nicht anders. Henne Zeiten, immer. Was? Zeiten. Immer. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Neue Geschichte. Okay. Ja. Ja, genau, neue Geschichte. Zeit dafür. Lina, neue Geschichte, Action. Hau okay, raus. Neue Geschichte. Da eine Geschichte, auch schon auf den eine Titel. Geschichte, den können, eine können wir gemeinsam entwickeln, jetzt wie dieser Titel heißt. Okay. Action. Ich hab ja ein... Entschuldigung. Ein Hust-Hust. Am Montag war ich ja Rotkäpp hier gewesen. Und Lina hat eine Erkältung. Ich hab ja so ein bisschen Holz. Nix. Ich wollte okay, so. Aus, den hab ich aber gelassen aus Jugendschutzgründen. Okay, jetzt hier weiter. Alman Sabbel wird sexistisch. Ja, so bisschen... ja, deswegen. Holz von Hütten, ne? Und geil. Kennt ihr alle das Lied? Hol jetzt. Dicke Titten Kartoffelsalat. Yeah! Und eine Freundin von mir meinte, Lina, an Fasching, kauf mir Kartoffelsalat und ich werde es dir so fett in den Ausschnitt schmieren, damit dir alle Kerle aus dem Ausschnitt essen können. Oh, Cody, erzähl bitte wieder deine Geschichte mit dem Schleimkloß. Und das zieht ihr durch? Ja. Nein. Also aber wenn das so sein sollte, mach ich ein Foto und poste offiziell auf unsere Serien Gaming Facebook-Seite. Also verpasst es also nicht mal, keine Angst. Aber ja. Wenn der Kartoffelsalat gut ist, dann nehmen wir Löffel mit. Henne bringt mit Löffel mit am Montag. Ach ja? Soll ich einen Löffel mitbringen? Na, für mit dem Löffel oder was? Das ist auch cool. Ja, ein Frosch mit dem Löffel ist auch nicht besser. Siehst die Maske doch eh immer aus. Ja, später. Aber wenn ich rumlaufe, zieh ich die an. Muss ja nicht direkt sehen, wie ich aussehe. Ja, aber du säufst die ganze Zeit und das geht nicht mit Maske. Mit der schon. Ich hab schon präpariert zum Montags. Ja, bei meinem Kostüm stand auf der einen Seite auch dabei. Man muss sich aber zum Trinken in der Ausschnitt vergrößern. Kein Problem. Kein Problem. Ja, ich habe auch schon präpariert, weil ich dachte mir so, nee, das geht gar nicht. Da muss ich ja andauernd aus. Nee. Außerdem habe ich mir eine Innenvorrichtung vorzubauen noch. Für schnelle Herangehensweise an kleine Klopfer. Hä? Ja. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Kaninchen. Wieso nennst du Frauen jetzt kleine Klopfer? Kaninchen. Was?
Ah, Panis. Ich möchte versuchen, eine Konstruktion unter meinen Kostüm zu ziehen. Mit dieser Konstruktion könnte ich dann jederzeit einen schnellen, kurzen Sekunden. Ja gut, brauchst du nochmal länger für einen kurzen? Er braucht normalerweise länger, seinen kurzen zu finden. Eben. Schön. Das ist ja der Vorteil. Steilvorlage, zwar nicht groß, aber steil. Ja, ich dreh das morgen mal ab. Ruf da mal an, aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Weil ich gesagt habe, dass ich da nicht frei brauche an Fasching. Außerdem kannst du den Artikel doch jetzt noch stornieren. Nein. Bei Overnight Express, du Penner! Wann hast du denn bestellt und wie viel Uhr? 19:30. Ja, guck doch mal rein. 19:30 ist Overnight Express und ich habe um 19 Uhr bestellt. Hast du eine Versandbestätigung schon bekommen? Ja, der Artikel wurde bearbeitet. Ja, bearbeitet, aber das ist noch nicht versendet. Bei Amazon kannst du so lange studieren. Wurde bearbeitet, der ist schon fertig. Das war auch nicht Amazon. Du hast nicht bei Amazon bestellt? Nein, da will ich doch keine 10 Euro zahlen für Overnight Express. Ich bin doch Prime-Kunde. Ja, Overnight Express bezahlt es trotzdem. Prime-Kunde. Das heißt nur bei Prime. Ja, nicht so viel. Nicht den normalen Preis von Premium-Versand. Sag ich doch nicht so viel. Overnight bezahlst du ganz normal. Ich bezahle bei Overnight, habe ich. Nein, da kostet nochmal 13, du zahlst glaube ich 8 oder so. Warum mache ich das hier eigentlich? Ich bin heute irgendwie unkoordiniert und unschlüssig, was ich tun soll. Weil du dumm bist. Ich kann die ganze Zeit denken. Auf und ab und mach sinnlose Dinge und weiß gar nicht, was ich hier. Hast du überhaupt Sinn? Willkommen in unserem Leben. Jetzt war ich kurz bei Kirchislavasee und habe gemerkt, da will ich eigentlich auch nicht sein. So, jetzt nicht haben wir ohne Kirche. Thumbnail vor Herausforderung. Du musst jetzt dicke Titten und Kartoffelsalat in ein Bild bringen. Ja. Aber nur echt mit Lina. Kartoffelsalat auf den dicken Titten. Ich habe keine Zeit, ich muss Urlaub planen. Echt kaputt. Wenn ich komme, kriege ich sowas von einem ausgegeben, dass das hier mal live geklärt ist. Krieg ich aber. Ja, wo kommst du? Lita, du hältst dich da raus. Das ist ein Deal unter Männern. Krieg ich aber jetzt literweise einen ausgegeben, mein Freund. Hast du jetzt mich da? Natürlich meine ich dich. Nee, dann komm lieber nicht, ist schon gut. Willst du mich verarschen? Doch, er kommt bestimmt. Er kommt dann für dich vor allem. Er kommt. Er kommt. Hände, du kommst, oder? Ich freue mich schon so. Aber immer zur rechten Zeit. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte hier oben irgendwas eben machen, ich hab's vergessen. Nein, das wird mich aber nicht rummachen, auch wenn es romantisch ist. Romantisch. Der mit seinen Plätzchenfüßen an meinem Schnittel wird's bald über. Ja Leute, ihr seht jetzt, wie ich hier Wände aufschiebe, außer schafft ja nie jemand was auf der AIDA. Ne? Anstatt dass irgendjemand mal an die Kabinen geht und die Kabinenbeleuchtung fertig macht, dann wäre das Stockwerk noch nicht fertig, weil die normale Verdrahtung ist ja schon fertig. Eben. Aber außer mir schafft ja nie einer was hier. Achterbahn bauen, das können sie. Das können sie, ne? Ja. Wie man sieht. Und das ziemlich gut, oder? Oh, falsch. Und weiter. Kling ich beeindruckt? Ja, bist du ein bisschen schon. Als Maul. Alle. Nein. Ich glaube, Senderman verfolgt mich. Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe. Ich dachte, ich soll kommen, jetzt kommt der. Was macht es ist nicht Slenderman, es ist schlimmer. Es ist Manuel Neuer? Es ist... Stenderman. Stenderman! Er kommt zu dir geflogen! Stenderman kommt immer heimlich von hinten. Besser wie ich! Ah! Deine Drecksau. Wo wir wieder beim Thema wären, nächster Folge geht Stenderman kommt von hinten. Schöne Sache. Und ich hab schon schmutzige Wörter aus den Tatsachen rausgeschmissen. Das ist immer so laut. Stöhnen wir auch wildes Gestöhne. Der Stenderman kommt. Ja, das Wolke lassen wir weg, das will ja keiner hören. Wir schreiben nur ein wildes Gestöhne. Wildes Gestöhne und Stenderman oder sowas. Stenderman. Do you know Stenderman?
Ja, und ihr Rosenmontag, was macht ihr? Martin, Kohli? Halt's Maul. Dinge. Ich hoffe, ich muss arbeiten. Ist ja keine Feiertag, ne? Nö. So, das ist das kein deutschlandweiter Feiertag. Hessen ist leider nirgendwo eine Hochschule. Erzähl das mal doch. Übrigens der Freundin von der Anna, die da Menge. Wir haben die Saalburg. Die hat doch eh Schule. Die haben doch eh alle. Das ist egal, ob die sind oder nicht. Kennst du euch Studenten? Ja, woher soll ich wissen, dass sie Studentin ist? Ja. Die Anna? Single. Nicht die Anna. Die Anna. Die Anna, Anna? Nee, nicht die, Anna, sondern einfach eine Anna. Eine ganz Anna. Also Anna. Die Anna, die mit uns jetzt bald öfter trainieren geht, mit uns, sage ich, betone ich jetzt mal, die hat eine Freundin, die auch zu Fasnacht hierher kommt und die wohnt zufälligerweise beim Hendrik. Sieht die gut aus? Ich habe gesagt, sie ist Single, aber Hendrik hat ja nicht drauf angeschlagen. Vielleicht komme ich doch. Ich hab dezent ignoriert. Ach so, okay. Willst du bitte die ist Single. Besser? Oh. Aber jetzt genau. Was los? Wer ist jetzt Single? Ich. Lina ist Single, zum Beispiel. Oh, ja, aber warum denn Lina? Dicke Titten und Kartoffelsalat. ja. Kann eine Frau mit dicken Titten und Kartoffelsalat Single sein? Das frage ich auch immer wieder. Es ist ein Mysterium. Mundgeruch vom Kartoffelsalat? Ha. Oh, mach den Tag kaputt. Cool. Dankeschön. Mach mich doch fertig. Ah. Shibuya. Shibuya. Blöder Arsch. Und jetzt kommt ihr. Du bist so ein Arschloch, Cody. Hi. Hi. Mein Xbox-Controller nicht mehr berührt. Und jetzt geht auf einmal meine Xbox-Leiste. Arschloch. Mir, hallo, kommt Sie wollten doch, Xbox-Controller Papa. Benutzen? Nein, wollte ich nicht. Ach, Xbox-Controller. Kolitroller. Kolitroller. Freunde Salamander. Ach, wenn alles klappt, kommt am Sonntag übrigens nehmen wir eine Special-Folge Minecraft auf. Eine Special. Ach, gut zu wissen. Was? Also nicht für euch Special, aber für unseren Kanal ist das ein Special, weil ich glaube, ihr könnt das nicht tun, was ich tue. Ich höre es gerade eh nicht. Muss ja sein. Leute, keine Sorge, ich weiß selber nicht, was auch ja, ich sag's mein Kanal da passiert. Ich sag's gleich, ich werde jetzt nichts machen. Jetzt aber so nicht wissen. Okay. Er prappelt. Aber ich muss es doch erst hinbekommen, es ist nicht so einfach. Ich habe es schon vorletzte Woche mal probiert, da hat es nicht funktioniert. Also. Ja. Das kenne ich, wenn man eine Jeans mit Knöpfen hat, die eng sitzt, ist mit einer Hand ausziehen echt nicht so einfach beim Zocken. Aber mit Webcam habe ich es noch nicht probiert. Ist eine nette Idee. Verpiss dich bloß, Alter. Ach, bin ich heute kontraproduktiv. Oh nö! Kannst du wieder fliegen? Ich fliege! Alter, was ist denn hier los? Da hat mir die ganzen Fackeln hingestellt. Lass ihn in den Modus! Er macht alles kaputt. Oh, selbst in dem Modus kriegt er alles kaputt. Nein, gleich geht das selber wieder auf. Nein, der geht nicht auf, keine Angst. Was brauche ich denn jetzt hier? Aber warum? Was soll ich denn hier? Hier will ich nicht sein. Holz. Nein. Niemand will beim Timo sein. Ich weiß, das ist der Vorteil bei mir. Ich hab meine Ruhe. Nee, aber da bin ich im Ball. Alter, wo ist der ganze Redstone hin? Haben wir noch Redstone irgendwo? Ja, in der. Ja, ich hab dabei. Truhe müssen noch 36 sein, da habe ich eben welche reingelegt. Bist du auf dem Schiff? Ich komm gerade, ich will jetzt ein bisschen weitermachen dann. Ich habe jetzt ganze Holz gehabt. Ansonsten ist es ziemlich leer. Müsste reichen das nächste Stockwerk, von daher. Ich hab grad schon auf beiden Seiten Dreier Wollwand hochgezogen. Au! Dreier Wollwand! Dreier Wollwand, Mann! Du hast Dreier Wollwand! Gelegte Dreier Wollwand! Bringt jetzt wirklich jeder auf diesen billigen Zug auf, ja? Ja! Sind wir so weit! Ja, aber wenn das alles ein Redstone ist, was wir haben, reicht das nie im Leben. Wie viel hast du dabei? 2 Stacks. Wird eng, ja. Wird sehr eng. Stack by Stack. Mal gucken, was reicht. Ich glaube, wir lassen das nächste Stockwerk vielleicht doch weg, weil sonst wird die zu hoch einfach. Willst du mich gerade verarschen? Nein, die Wollwand brauchen wir trotzdem, so oder so. Fälschchen! Du schließt darauf an. Danach das Stockwerk. Der Mann will mich heute verarschen. Der will mich heute provozieren. Nein, die Wollwand. Der will mich verarschen! Die darfst du ruhig stehen lassen. Die ist alles. Mach mich hier nicht zum Affen, mein Kostüm ist noch nicht da.
Der ist so ein schöner Frosch. Ach ja, die Pest. Langweilig. Pest, ja, ja. Die war früher spannender. So. Pest ist auch nicht mehr das, was sie früher mal war. Ja. Ach, mal, auf nichts mehr verlassen. Ey, Pest, du bist voll LW geworden, ich schwöre. Darauf nicht. Was war denn das jetzt? Aber ich will doch da gar nicht hin. Ach, wusstest du auch wieder teleportet? Alle auf dem Schiff, was ist mit euch los? Ich nicht. Sehr unbekanntes Bild, meine Damen und Herren. Sehr unbekanntes Bild. Wer war das? Ich überlege gerade, warte. Ich will gerade mal unten das Stockwerk angucken, wie man das baut. Liegen hast du vergessen, noch nicht auf dem Schiff. Ja. Ich hat Sondergenehmigung heute. Da hinten der? Dani! Hör auf damit! Dani! Dani. Ich war gerade dabei, da wo ich war. Es. Nicht ganz, aber ich wollte Sand bauen. Jetzt baue ich halt hier Sand. So. Ich teleportiere dich gleich ins Himalaya. Da wollte ich schon immer mal hin. Geh weg, das ist mein Sand. Und hier sehen wir das, das Problem der Probleme. Mein, alles mein. Hör auf, die Wand abzubauen! Meine Wolle. Provozier mich nicht, Junge. Das kommt davon, wenn man nicht einfach so wohin teleportiert. Das bringt mich voll aus meinem Konzept. Ah. Toll, das erst recht. Boing, boing, boing. Du mal hier in die Timo, hast du die Holztruhe hier eigentlich gesehen, die Breite? Warte mal kurz, ich guck gerade die. Ja, die habe ich gesehen. Da tue ich das Redstone rein. Die Redstone. Den sogenannten roten Stein unter Fetischisten. Scheiße, ich habe angefangen aufzunehmen. Ei, damals. Gestern? Egal, ein bisschen müssen wir noch, aber scheiße, ich habe. Vor 40 Minuten, 50, knapp 50. So spät, ja? Ja. So. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich das Problem meinte. Oben, diese ganzen Redstone-Leitungen kann man so nicht lassen. Also, es ist ja schön zu fliegen, aber das ist.